Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 4 Monate nach dem Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, auch Kohlekommission genannt, haben Sie, Herr Ministerpräsident, mit den vereinbarten Eckpunkten zur Strukturförderung eine große Chance vertan. Mit einem überbordenden Maß an Unverbindlichkeiten, Prüfaufträgen, Absichtserklärungen und den damit verbundenen Risiken, ob das denn auch tatsächlich so realisiert wird, haben Sie eine Chance vertan, weil diese Eckpunkte erstens eben nicht für die notwendige Klarheit und Planungssicherheit in der Region, für die Menschen, für die Kommunen, für die Unternehmen sorgen. Auf 2 Seiten in dem nicht unwichtigen Kapitel Energieregionen der Zukunft habe ich 4 Prüfaufträge und 3 Absichtserklärungen gefunden. Das ist ein bisschen dünn, um diesem Anspruch an Klarheit und Planungssicherheit gerecht zu werden. Zweitens haben Sie eine Chance vertan, weil, und das ist das Wesentliche an unserer Kritik, Sie nichts, aber auch gar nichts zu den vereinbarten Klimaschutzzielen beitragen. Denn die zentrale Frage, wie es hier in NRW weitergeht, weswegen jeden Freitag, auch morgen wieder, tausende junge Menschen auf die Straße gehen, werden mit diesen Strukturhilfe-Eckpunkten nicht beantwortet. Das, was die Kohlekommission empfiehlt, wie die Klimaziele von Paris umgesetzt werden und wenn schon nicht bis 2020 es geschafft wurde, dann wenigstens bis 2030. Sie haben mir heute, Herr Ministerpräsident, dazu nichts gesagt. Und die Kohlekommission hat einen klaren Auftrag. Gehen wir noch mal zurück. Was sollten die denn machen? Sie sollten einen Konsens finden zwischen den widerstreitenden Interessen auf der einen Seite der Industrie, auf der anderen Seite der Klimaschutzziele, also im besten Sinne zwischen Ökologie und Ökonomie, das Oder durch ein Und zu ersetzen. Und es ist dieser Kommission in einem wahnsinnigen Kraftakt gelungen. Und auch das hat was mit der Leistungskraft von Demokratie zu tun. Wie, und das haben Sie dargestellt, die Strukturmittel im Abschlussbericht, wie die Strukturmittel zielgerichtet eingesetzt werden können, um erstens ohne soziale Brüche, mit einem Kohleausstieg näher, und zweitens mit einem Kohleausstieg näher an die Klimaschutzziele von Paris zu kommen. Das ist ja genau das, was die Große Koalition in ihrer Handlungsfähigkeit, Unfähigkeit über Jahre nicht hinbekommen hat. Pacta sunt servanda heißt das wohl, aber nicht für Sie. Das heißt, die Strukturhilfen sollten verbindlich an Maßnahmen zum Klimaschutz durch ganz konkretes Abschalten von 3 Gigawatt bei uns im Rheinischen Revier gekoppelt und miteinander verzahnt werden. Das ist die Kernaussage der Kohlekommission. Und Sie, Herr Laschet, und auch Herr Pinkwart, Sie haben heute diesen Deal einseitig aufgekündigt. Und das werfen wir Ihnen auch vor. Die Bundesregierung müsste, wenn sie vertragstreu handeln würde, mit den Eckpunkten zu den Strukturhilfen, wenn denn nicht Wahlkampf in Ostdeutschland wäre, gut, da muss man vielleicht auch noch mal dran denken. Sie müssten aber eigentlich zeitgleich den Ausstiegspfad für die Kraftwerke vorlegen. Was sagt da eigentlich die Umweltministerin? Ist doch von der SPD dazu, dass das nicht passiert. Offenbar hat aber nicht nur die Bundesregierung, auch Ministerpräsident Laschet den eigentlichen Grund für den Geldsegen vergessen. Den gibt es nämlich für das Erreichen der Klimaschutzziele 2030. Heute dazu allenfalls angedeutet im Nebensatz. Erstens die CO2-Reduktion von 30 Millionen Tonnen bundesweit auf 180 Millionen Tonnen im Energiesektor. In den nächsten Jahren heißt das 3 Gigawatt im Rheinischen Revier. Und gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren. Sie haben für das Land ordentlich was rausgeholt. Dazu kann ich Ihnen auch mit allem Respekt hier meinen Glückwunsch aussprechen. Das ist viel Geld, das brauchen wir auch. Aber wo ist eigentlich Ihr Einsatz auf Bundesebene, wenn es jetzt um die Umsetzung des vereinbarten Ausstiegspfads geht? Heute haben wir mal wieder dazu Ihre Haltung gehört. Das machen die da in Berlin. Die sollen das da mal mit RWE ausfahren. Was habe ich denn damit zu tun? Ich bin ja nur der Ministerpräsident des größten Bundeslandes, des Energielandes Nummer 1. Aber damit habe ich mal gar nichts zu tun. Und wenn die fertig sind, dann diktieren die uns zusammen mit RWE
die Leitentscheidung und die Abbaugrenzen. Nee, Herr Ministerpräsident, so funktioniert das nicht. Das ist Politikverweigerung. Das ist Verweigerung von der Übernahme von Verantwortung für dieses Bundesland. Gleichzeitig schauen Sie tatenlos zu, Herr Ministerpräsident, wie die RWE in der Region Fakten schaffen will. Und die Bagger sich ja nun jeden Tag näher an den Hambacher Wald vorarbeiten. Auch hier wird Ihnen das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Aus der Verantwortung stehlen Sie sich auch, wenn es um den eigenen Anteil NRWs am Ausbau der erneuerbaren Energie geht. Das ist die zweite Seite derselben Medaille beim Kohleausstieg. Auch hier klar vereinbartes Ausbauziel. 65% Energie erneuerbare an der Stromerzeugung bis 2030. Herr Pinkwart, wer rechnen kann, ist hier klar im Vorteil. Denn das bedeutet, runtergebrochen auf NRW, eine mindestens Verdoppelung des Ausbaus der Windenergie. Und gucken wir in die Bilanz des ersten Quartals diesen Jahres. Ganze 3 Windräder sind ans Netz gegangen. In Worten 3. Im letzten Jahr waren es im Quartal noch 59. So funktioniert das nicht mit dem Ausbauziel. Wie wollen Sie denn das aufholen, Herr Pinkwart, wenn Sie gleichzeitig die potenziellen Flächen für Windenergie halbieren? Das soll uns mal einer erklären. Und dann kommt Ihre Erklärung, die haben Sie ja schon mehrfach zum Besten gegeben. Sie verweisen auf den Netzausbau. Das heißt, Sie machen sich mal einen ganz schlanken Fuß und sagen, den sauberen Strom, den sollen die doch im Norden produzieren und uns hier zur Verfügung stellen. Damit haben wir auch nichts zu tun. Das ist Ihr Offenbarungseid, Herr Pinkwart, dass Sie sich auch hier dieser Verantwortung verweigern und eben keine Energieversorgungsstrategie für die Zukunft vorlegen. Und einen zweiten Deal zum Schluss, Herr Ministerpräsident, den haben Sie heute auch nicht erwähnt und den enthält dieser Bericht auch. Der Erhalt des sozialen Friedens in der Region. Auch dies ist Ziel der Kohlekommission gewesen. Und da geht es auch, aber eben nicht nur um die Betroffenen, deren Arbeitsplätze gefährdet sind. Es geht auch um die Menschen, die durch Umsiedlung ihre Heimat verlieren sollen. Wo ist Ihr versprochenes Konzept für die Umsiedlungsorte, für die Menschen, die dort wohnen? Sie waren doch da und haben sich die Sorgen und Nöte angehört. Ja, was bleibt erhalten? Ich sehe das gar nicht einseitig. Ich möchte, dass Sie hier handeln und klar sagen, was bleibt erhalten? Wer will gehen? Wer kann bleiben? Und für diese Menschen eine Perspektive öffnen. Ja, wie viele Kirchen soll denn RWE in der Region noch abreißen, bis hier endgültig die Abbaugrenzen festgelegt werden? Nein, es 3 GW fürs Rheinische Revier, Herr Laschet, Herr Pinkwart, das bedeutet umgerechnet, die 3 GW bedeuten, dass die Abbaugrenzen, so wie sie jetzt sind und geplant sind, nicht mehr so bleiben werden. Die werden sich verändern. Und da müssen die Menschen ja auch wissen, was aus ihren Orten wird. Und unter Umständen werden Orte erhalten, die jetzt noch auf der Liste stehen zum Abreißen. Und hier brauchen die Menschen Klarheit. Und auch das gehört zum sozialen Frieden in der Region. Und das haben Sie versprochen. Die Menschen haben hier klare Erwartungen an Sie. Und auch mit dieser Rede heute haben Sie die Menschen in der Region da bitter enttäuscht. Und noch zum Schluss der Hambacher Wald. Ein Satz zum Hambacher Wald. Auch hier ein klarer Wunsch der Kommission. Sie haben sich dem Wunsch angeschlossen. Sie haben aber vergessen, dass Sie nicht mitwünschen sollen, sondern dass Sie Adressat des Wunsches des Erhalts des Hambacher Waldes sind. Und Sie haben es in der Hand, Herr Ministerpräsident. Sie können die ganzen Probleme, bleiben Sie mal ganz locker, Sie können die ganzen Probleme im Hambacher Wald, Demonstrationen, Besetzungen und was da gerade wieder alles läuft, Sie können das einfach lösen, indem Sie die Sachfrage lösen und indem Sie, und das haben Sie heute wieder nicht gemacht, ein eindeutiges Zeichen setzen und sagen, ja, dieser Wald bleibt erhalten. Auch diesen Konflikt kann man damit lösen und auch das sind Sie uns heute schuldig geblieben. Mein Fazit: Sie haben viel Einsatz gezeigt in Berlin für die Strukturfördermittel. Das gestehe ich Ihnen gerne zu. Da bedanke auch ich mich bei Ihnen. Ich fordere Sie aber auf, zeigen Sie endlich auch den gleichen Einsatz, nicht nur fürs Geld, sondern auch für den eigentlichen Grund, wofür wir im Rheinischen Revier dieses
Ja, Josef Hovenmögen, wofür wir diese Strukturmittel brauchen. Ja, wir brauchen sie nämlich nicht als Mitnahmeeffekte, sondern wir brauchen sie für ein konkretes Projekt. Und das ist ein sozialverträglicher Kohleausstieg, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und auch dafür haben Sie hier Verantwortung in diesem Land. Und für den Ausbau der Erneuerbaren. Denn das Abschalten der Kohlekraftwerke ist ja kein Selbstzweck. Sie brauchen gleichzeitig einen klaren Ausbaupfad für die Erneuerbaren, damit Versorgungssicherheit in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland erhalten bleiben. Und letzter Satz, Herr Ministerpräsident, wenn Sie das nicht machen, wenn Sie das hier und heute nicht klarstellen, wie auch der Kohleausstiegspfad von Ihnen hier in NRW mitgestaltet wird, dann ist dies Betrug an der Umweltbewegung und nicht nur an der Umweltbewegung, die ihre Unterschrift unter ein Jungtim gesetzt haben. Und das Jungtim hieß Strukturmittel, Strukturhilfen und Klimaschutz gehören zusammen. Und davon habe ich heute von Ihnen nichts gehört. Es ist aber auch Betrug. Sie bahnen damit einen nächsten Betrug an, nämlich einen Betrug an der kommenden Generation. Das sind die jungen Menschen, die morgen wieder auf der Straße stehen und die von Ihnen hier etwas anderes erwarten als Unverbindlichkeiten und Ansagen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Morgen werden Sie wieder demonstrieren und ich glaube, auch diese nächste Generation erwartet etwas anderes von Ihnen. Und erfüllen Sie diese Forderung und dann werden Sie diese Generation auch nicht verlieren. Dankeschön.